Was bisher geschah. Nach der Unabhängigkeit 1960 wollen zwei Provinzen im Kongo unter Einfluss der Belgier ihre eigene Nation bilden. Katanga unter Moïse Tshombe und Sud-Kasai unter Albert Kalonji. Doch der kongolesische Regierungschef Patrice Lumumba erkennt schnell, dass dies die westlichen Intrigen sind, um eine neokoloniale Struktur aufrechtzuerhalten. Er ist radikal für die Einheit der Nation. Mithilfe der CIA wird er von Kassavubu und Mobutu gestürzt, entführt und grausam ermordet. Bis 1965 werden zahlreiche Lumumbisten verfolgt und umgebracht. Der Kongo bleibt bis 1965 im Chaos, bis der Putschist Mobutu endgültig die Macht gewinnt. Wie sehr prägte Mobutu den Kongo? Das alles hier und jetzt auf Lux. Das Volk hatte schnell begriffen, dass Mobutu vor nichts zurückschreckte. Obwohl er den Thronkampf für sich entschieden hatte, rechnete Mobutu in den ersten Jahren seiner Regierung systematisch mit seinen Konkurrenten aus der Ersten Republik ab. 5 Jahre nach seinem Tod musste sogar Lumumba erneut neutralisiert werden. Seine Anhänger, die Lumumbisten, waren immer noch zahlreich und das nicht nur im Osten des Landes. Mobutu antwortete mit einem genialen Schachzug, der sowohl strategisches Geschick als auch grenzenlosen Zynismus beinhaltete. Mobutu, der Mann, der maßgeblich an der Ermordung Lumumbas beteiligt war, hat Lumumba nun zum Nationalhelden ernannt. Mobutu neutralisierte die Lumumbisten, indem er die Persönlichkeit Lumumba als Helden verewigte. Der Held der Lumumbisten wurde plötzlich auch zum Held des Feinden. Zeitgleich wurden weitere Lumumbisten hingerichtet. Mit den Hinrichtungen wollte Mobutu ein Exempel statuieren. Er wollte bewusst Angst verbreiten. Jetzt präsentierte er sich öffentlich ohne Armeeuniform. Er trug zum ersten Mal die Accessoire, die zu seinem Markenzeichen werden sollte. Die typische Leopardenmütze auf dem Kopf mit dem traditionellen Ebenholzstock mit Schnitzereien. Eine Mode, die von Lumumba und seiner Anhänger selbst kreiert wurde. Pierre Mulele, der neue Anführer der Lumumbisten, glaubte aufgrund dieser Umstände, dass er nun frei nach Hause zurückkehren könne. Er war nach dem Bauernaufstand in Kwilu 1964 nach Brazzaville geflohen. Mobutu hatte ihn 1968 amnestiert. Laut Justin Bomboko, dem Außenminister, werde er wie ein Bruder empfangen. Mulele überquerte im September den Fluss und wurde auf der anderen Seite herzlich willkommen geheißen. Soldaten nahmen ihn 3 Tage später mit, damit er angeblich zu einem bedeutenden Auftritt im Fußballstadion eine Rede halten kann. Allerdings wurde er von den Soldaten in ein Militärlager gebracht und dort noch am selben Abend grausam gefoltert. Ihm wurden die Genitalien entfernt, seine Ohren und Nase abgetrennt und die Augäpfel rausgedrückt. Während er noch lebte, hackten sie ihm anschließend Arme und Beine ab. Einige Stunden später stürzte ein Säckchen mit seinen Überresten im Kongo-Fluss. Machiavelli schrieb über die Debatte darüber, ob es besser ist, geliebt oder gefürchtet zu werden oder umgekehrt. Er antwortete, dass beides erstrebenswert ist, aber da beides nur schwer miteinander kombiniert werden kann, ist es viel sicherer, dass ein Fürst gefürchtet wird, als dass er geliebt wird, wenn er beides nicht gleich erreichen kann. Und das hatte Mobutu nun erreicht. Die Kongolesen hatten Angst vor ihm. Tatsächlich brachte Mobutu einen neuen Ansatz in die Politik ein. Jeder Bereich erfordert spezielle Maßnahmen im Falle eines Ausnahmezustands. Mobutu untersagte für die Dauer von 5 Jahren jegliche parteipolitische Tätigkeit. Während dieser Zeit benötigte er die Unterstützung jedes Mannes und jeder Frau, um das Land wieder auf Vordermann zu bringen. Eine neue Epoche ist angebrochen. Die Epoche Zaire. Mobutu wollte unbedingt wie Lumumba eine Afrikanisierung durchsetzen, doch sie war genauso fehlerhaft wie das Wort Zaire selbst. Das Wort Nzadi, das im Kikongo einfach nur für Fluss steht, wurde fälschlicherweise als Zaire geschrieben. Denn als die Portugiesen die Kongolesen im Königreich Kongo im Strommündungsgebiet fragten, wie sie die große wirbelnde Wassermenge nannten, antworteten sie mit Nzadi. Die Portugiesen hörten allerdings Zaire raus und diesen Fehler übernahm Mobutu mit seiner scheinheiligen Afrikanisierung. Mobutu glaubte, dass seine Untertanen noch zu sehr unter dem alten Joch leiden würden. Das Volk musste auch mental befreit werden. Um dies zu erreichen, könnten auch Änderungen der Namen helfen. Leopoldville wechselte zu Kinshasa, Stanleyville zu Kisangani und Elisabethville zu Lubumbashi. Viele Kongolesen waren immer noch zu sehr auf Belgien fixiert. Der neue Kongolese bzw. Zairois sollte stolz auf das sein, was er war. In Zukunft wurden nur noch einheimische Namen verwendet.
Sogar die Vornamen mussten eliminiert werden, da sie von Missionaren eingeführt wurden und die Kinder mit den Namen europäischer Heiliger wie Joseph, Jean, Christophe, Thérèse, Bernadette und Marie tauften. Laut dem Präsidenten Mobutu definiert sich der wahre Sairoa durch seine Verbindung zu seinen Vorfahren als durch einen fremden weißen selbsternannten Heiligen. Es war ein heimlicher Versuch, die Autorität der katholischen Kirche zu untergraben. Aus Isidore Kabongo wurde Kabongo Kalala. Aus Marie-Antoinette Massamba wurde Massamba Mayombe. L'authenticité, c'est quoi? D'abord, pour nous, Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Et ça nous permet à nous aussi, je vous le dis sans complexe, mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Mais les prénoms, comme vous le savez, c'était des noms propres de certaines personnes qui ont vécu comme vous et moi dans ce monde. Et l'Église catholique elle-même baptisait comment? Pendant plus de 1000 ans. François, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, moi, voyez-vous, je suis Zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom Zaïrois? Wenn ein Sairois morgens aufstand, kannte er ganz genau seine Kleidung. Es war nämlich untersagt, westliche Kleidung zu tragen. Männer waren verpflichtet, einen Abakus anzuziehen, was eine hochgeschlossene Jacke mit einem kleinen Kragen und einem Halstuch war, die an den Mao-Anzug erinnerte. Es war ein weiterer mobutistischer Neologismus. Er stammte von dem Satz Aba le costume und bedeutete weg mit dem Maßanzug. Auch bei den Damen. Nur noch den traditionellen Liputa, ein Wickelgewand aus drei Teilen, Rock, Bluse und Kopftuch. Es wurde nur natürlicher Haarwuchs erlaubt. Es war untersagt, die Haare zu verlängern und auszukrausen. Und Produkte zum Bleichen der Haut, wie Carolite, waren ebenfalls tabu. Ein authentischer Sairois war das Gegenteil des Evolui. Er sehnte sich nicht mehr danach, etwas zu sein, was er ohnehin nie sein würde, sondern schöpfte seine Kraft aus der eigenen Identität, der eigenen Kultur, den eigenen Traditionen. Wenn ein Sairois während des Tages das Radio einschaltete, hörte er hauptsächlich Musik aus seiner Heimatregion. Es war untersagt, westliche Musik zu hören, zumindest zu Anfangszeiten. Mobutu zeichnete sich als bedeutender Unterstützer der populären kongolesischen Musik aus. Franco erhielt eine Führungsposition in einem neuen staatlichen Institut, das das Musikgeschäft fördern sollte. Tabulei machte eine Tour durch das Land und mit Mobutus Hilfe wurde er sogar der erste schwarze Künstler im Pariser Olympia. Dr. Nico versuchte es mit der traditionellen Percussion und Franco Luambo Macchiardi befreite Camille Ferruzzi, einen alten Akkordeonspieler, vom Staub. Die Musikindustrie in Kinshasa erlebte ihre turbulentesten Jahre. Am späten Nachmittag wurden die Platten aufgenommen und waren bereits am nächsten Morgen im Geschäft. Es gab eine Vielzahl von Künstlern. Rond-Point Victoire wurde in Place des Artistes umbenannt, um den zentralen Platz von Matongé, dem pulsierenden Herzen des Nachtlebens, zu verbessern. Dort wurde ein bedeutendes Denkmal für die Pioniere der kongolesischen, nein, zairischen Musik errichtet. Ein Sairois kehrte abends von der Arbeit nach Hause und genoss Speisen aus der traditionellen Küche. Pondu, Fufu, Makayabu, Kwanga, Madesu und alles mit Pilipili, die Mutter aller scharfen Gewürze. Das Fernsehen des Staates sollte ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen von Mobutu sein, das Land wieder auf die Beine zu bringen. Schon am 23. November 1966, ein Jahr nach dem Putsch, wurde das erste Fernsehprogramm präsentiert. Ein Jahr später wurden die ersten Sendungen auf Lingala ausgestrahlt. Lange vor der Einführung in großen Teilen Osteuropas hatte das Land unter Mobutu sogar Farbfernsehen. Ganze Generationen von Journalisten hatten eine exzellente Ausbildung. Mobutu war für die ganze Nation elektrisierend. Das lag nicht nur daran, dass er Wasserkraftwerke errichtete und Fernsehen ins Land brachte, sondern auch daran, dass er der verarmten Nation einen starken moralischen Schub gab. Viele Menschen erinnern sich an die Jahre 1965 bis 1975 als die goldenen Jahre des unabhängigen Kongo. In Kinshasa lebte man das Leben wie nie zuvor. Bier schäumte und die
Die Nächte waren endlos. Die Stadt wurde nach Kinlabel benannt. Ab 1969 stieg die Bierproduktion jährlich um 16%. Im April 1967 gründete Mobutu den Mouvement Populaire de la Révolution, MPR. Zusammen mit seinen Mitarbeitern schrieben sie am 20. Mai das Grundsatzprogramm. Der Text vom 20. Mai wurde als Manifest de l'Ancelle bekannt und jeder Sairois kannte es sehr bald. Es erschien als ein kleines grünes Buch nach dem Muster von Mao's Little Red Book und wurde weit verbreitet und als eine Art Katechismus der neuen Regierungspolitik gedacht. Laut dem Text sollte jeder Bewohner des Zaire in Zukunft Mitglied des MPR sein. Olinga Olinga Te Oana Katia MPR. Also ob du willst oder nicht, du bist mitten im MPR. Der Zweck des MPR war es, die Bevölkerung zu vereinen. Es wurde gehört, dass die Vereinigung aller Menschen erfolgreicher ist als der Klassenkampf. Das führte zu einer Enttribalisierung und die totale Einheit der Nation Zaire. Es gibt viele ältere Menschen im Kongo, die heute mit einer gewissen Nostalgie an diese Zeit zurückdenken. Zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit wurden bedeutende Baumaßnahmen an der Infrastruktur durchgeführt. Der erste Staudamm im Kongo-Fluss wurde von Mobutu gebaut, der Inga-Staudamm, ein Wasserkraftwerk mit einer Leistung von 351 Megawatt. Die neuen Viertel von Kinshasa haben Wasser-, Strom- und Abwasserleitungen erhalten. Das Hauptkrankenhaus der Stadt verfügte über 1500 Betten und versorgte täglich 4000 Patienten. 10.000 Operationen wurden jedes Jahr durchgeführt und 1,6 Tonnen Wäsche werden täglich gewaschen. Mobutu glaubte, dass der Kongo politisch unabhängig war, aber wirtschaftlich eben nicht. Im Jahr 1967 verstaatlichte Mobutu die Union Minière, was zur Auseinandersetzung mit der Muttergesellschaft Société Générale de Belgique in Brüssel führte. Die Firma wurde in Gécomines Générale Congolaise de Mines umbenannt, aber später in Gécamines Générale de Carrières et de Mines. In Zukunft soll der Gewinn aus dem Abbau von Kupfer direkt in die Kasse des Staates fließen. Und somit hatte die Regierung eine neue große Einnahmequelle. Mobutu führte übrigens noch eine neue Währung ein, um seiner neuen Wirtschaftspolitik Nachdruck zu verleihen. Ein Kongo-Franc war bei der Unabhängigkeit 1960 ein belgischem Franc wert, aber im Jahr 1967 war er nur noch 0,10 belgische Franc wert. Mobutu etablierte den Zaire als neue Geldeinheit. Ein Zaire entsprach 100 belgische Franc oder 2 US-Dollar und ersetzte 1000 alte Kongo-Franc. Es waren goldene Zeiten für viele Kongolesen. Mobutu setzte alles dran, die tribalen Reflexe zu bekämpfen. Eine starke Nation war mit einer Stammeslogik nicht vereinbar. Alle Völker und Provinzen sollten bei der Fußballnationalmannschaft vertreten sein. Junge Frauen aus allen Völkern und Provinzen nahmen an den Miss Zaire-Wahlen teil. Die Armee musste integrativer werden. Sogar Pygmäen waren in der Lage, sich zu verpflichten. Er versuchte Zaire nach der Katastrophe der Ersten Republik auf internationaler Ebene positiv darzustellen. Zaire war das einzige afrikanische Land, das die Mondreisenden aus Amerika empfing, als er die Besatzung der Apollo 11 einlud. September 1974. Muhammad Ali gegen George Foreman. In Zaire wurde der Boxkampf als Le Combat du Siècle, also Kampf des Jahrhunderts, bezeichnet und würde als The Rumble in the Jungle in die Geschichte eingehen. Tatsächlich war es eines der größten Sportereignisse des 20. Jahrhunderts. Aufgrund seiner Ablehnung, nach Vietnam zu reisen, verlor Muhammad Ali seinen Weltmeistertitel, aber nach einer 3,5-jährigen Sperre sann er auf Rache. Boxpromoter Don King forderte ein Preisgeld von 10 Millionen Dollar, was absolut absurd war. Niemand war bereit, so viel Geld für eine Schlägerei zu zahlen, die höchstens 12 mal 3 Minuten dauern würde. Mobutu ist der Einzige. Es war an der Zeit, die Wirtschaft Zaires zu feiern, nachdem sie seit 6 Jahren kontinuierliches Wachstum erlebt hatte. Muhammad Ali und Mobutu hatten mehr Gemeinsamkeiten, als man zunächst glauben konnte. Beide präsentierten ihre Blackness als Quelle des Stolzes und waren sich einig in ihrer Aversion gegen weiße Arroganz. Beide haben ihren Namen aufgrund von politischen und religiösen Überlegungen geändert. Cassius Clay hatte sich zum militanten Muslim entwickelt, während sich der katholische Joseph Désiré nun Mobutu Sese Seko Nkunku Gbendo Wa Sabanga nannte, was bedeutet, dass er ein machtvoller Krieger ist, der aufgrund seiner Ausdauer und seines Willens, siegreich zu sein, nur Feuer hinterlässt.
In Kinshasa hatte Mobutu die bedeutendsten schwarzen Musiker der Welt zusammengebracht. Celia Cruz und Johnny Pacheco kamen aus Lateinamerika, während B.B. King, The Pointer Sisters und Sister Sledge und James Brown aus USA kamen. Manu Dibango, ein Saxophonist aus Kamerun, und Miriam Makeba, eine Sängerin und Performerin aus Südafrika, teilten die Bühne mit den prominenten Musikern der zairischen Musik, wie Franco Luambo Makiadi und sein Oke Jazz, ebenso wie der alte Windo Kolosoi, der Vater der Rumba, Tabulei, der früher noch Oshiro hieß, die wunderschöne Abeti Masekini und die jüngere Generation, vertreten durch die Soukous-Band Zaiko Langa Langa, die die einflussreichste Band der 70er Jahre war. Es gehört zu den größten afrikanischen Musikfestivals aller Zeiten. Mobutu vereinte das, was der Sklavenhandel auseinandergetrieben hatte. Zu Beginn zeigte sich die Kirche treu gegenüber dem neuen Regime. 6 Jahre später, am 12. Januar 1972, sprach Malula eine heftige Predigt gegen die Regierung. Mobutu war wütend. Er entließ sofort Malula aus dem Orde du Léopard, verbannte sie ins Ausland und verbot Christen, für ihren Erzbischof zu beten. Die katholische Kirche würde noch lange Zeit der schärfste Kritiker des Regimes bleiben. In der Regel haben Staaten 2 Möglichkeiten, ihre Bürger zu verbessern oder in dem Kontext eher zu manipulieren: das Bildungssystem und die Medien. Nur die Medien waren für Mobutu verfügbar. Aus diesem Grund setzte er alles daran, die Autorität der katholischen Kirche zu begrenzen. Dazu mussten Missionsschulen einen örtlichen Leiter einstellen, Kruzifixe wurden verbrannt, Seminaristen mussten in die MPR-Jugendverbände eintreten und christliche Jugendorganisationen wurden verboten. In Zaire entstand eine echte Staatsbourgeoisie, eine große Gruppe von Zairois, die auf Kosten des Staates zu Reichtum kamen. Diese neue Mittelschicht, die keinen Skrupel hatte, ihren neuen Reichtum in Form von teuren Autos, großen Villen und einem luxuriösen Lebensstil zu zeigen, basierte im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Staat. Mobutu hatte durch die Verstaatlichung der Union Minière enorme Einnahmen erzielt, jedoch stiegen die Kosten für den Erhalt seiner Macht kontinuierlich an. Nach dem steilen Aufstieg der ersten Jahre kippte sein Zaire endgültig und stürzte in den Abgrund. Soldaten und Beamte wurden immer schlechter bezahlt. Er spielte sich groß auf mit seinen Prestigeprojekten, vernachlässigte jedoch zunehmend die Armee, denen er seinen Putsch verdankte. Zaire wurde krank. Die tiefere Ursache war der Mangel an Geld, der durch die Krise der Kupfer-, Öl- und Zairisierung und die groteske Ausgabenpolitik verursacht wurde, und die schlimmsten Symptome dieser Krankheit waren der Staatsausfall und die Verbreitung der Korruption. Das zeigte sich am schnellsten in der Armee. Militärs transportierten Armeefahrzeuge aus den Kasernen und arbeiteten als Taxifahrer. Offiziere beschäftigten sogar plötzlich Privatangestellte als Hauptpersonal. In den Kasernen gab es hohe Fehlzeiten, die manchmal über 50% betrugen. Die wenigen Soldaten, die zum Appell kamen, waren nicht besonders motiviert. Also Disziplin gehörte zu den früheren Zeiten. Im März 1977 und im Mai 1978 gelangten Truppen aus Angola, die eigentlich Rebellen der Front National de Libération du Congo, nach Chaba, früher Katanga, gelangten. Ihr Ziel war es, die rohstoffreiche Provinz von Zaire zu befreien. Zeitweise gelang es den Angreifern aus Angola, bedeutende Städte wie Kabanga, Kolwezi und Mutchacha zu kontrollieren und weite Gebiete der Region zu erobern. 1978 begangen sie hauptsächlich Morde an der Bevölkerung, einschließlich an Europäer. Später konnten die weißen Überlebenden unter schwierigen Bedingungen fliehen und durch eine internationale Hilfeaktion nach Brüssel fliegen. Mobutu selbst setzte alles daran, die Rebellion als eine marxistische Einmischung aus anderen Ländern zu veranschaulichen. Man darf nicht vergessen, dass Mobutu ein Geschichtsexperte ist. Denn im Jahr 1960 griff Belgien in den Kongo ein, da 5 Weiße in Lubumbashi getötet wurden. Im Jahr 1964 wurde Kisangani von belgischen Fallschirmjägern erschüttert, da Hunderte von Weißen als Geiseln genommen wurden. Mobutu wusste genau, dass wenn er ein paar weiße Europäer tötet, er eine westliche Armee an seiner Seite hätte, solange er die Schuld auf jemand anderen schieben konnte. Die beiden Chaba-Kriege waren kurz, aber die Lektionen, die daraus gezogen wurden, waren sehr wichtig. Erstens war Mobutu tatsächlich bereit, alles zu tun, um seine Position zu behalten. Zweitens war seine Armee nutzlos. Drittens konnte er aufgrund von Unterstützung aus anderen Ländern überleben. Das sind 3 Punkte, die wir uns merken müssen.
Im Jahr 1977 betrug das Haushaltsdefizit 32% des gesamten Budgets. Jahr für Jahr verringerte sich das Bruttoinlandsprodukt um mehrere Prozent. Die jährliche Inflationsrate von 60% wurde normal. Zwischen 1974 und 1983 gab es einen Preisverfall. Die Öffentlichkeit war sich bewusst, dass es sich nicht mehr um eine vorübergehende Angelegenheit handelte. Im Jahr 1984 mussten die Menschen 2 Tage lang für 1 Kilo Reis arbeiten, während sie für 1 Kilo Rindfleisch mehr als 10 Tage arbeiten mussten. Der einfache Sairois, der Maniok in einem günstigeren 40 Kilogramm Sack für seine Familie kaufen wollte, musste 80 Tage lang schuften. Anfangs hatten Mobutu von westlichen und japanischen Banken Kredite erhalten, um die Industrialisierung des Landes zu fördern, da Zaire reich war. Doch ab 1975 fürchteten sie um ihr Geld. Zu diesem Zeitpunkt hatten insgesamt 89 Banken Schulden in Höhe von 887 Millionen Dollar bei Zaire. Um ihre Bedenken zu bündeln, schlossen sich die Banken zum Pariser Club zusammen. Um eine neue Depression wie in den 30er Jahren zu verhindern, klopften sie beim Internationalen Währungsfonds an, dem finanziellen Wachhund der Weltwirtschaft, der nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Durch die Bereitstellung von Überbrückungskrediten sollte der IWF verhindern, dass Zaire vollständig ins Wanken geriet. Mobutu wollte jedoch nicht, dass der IWF seine Optionen berücksichtigt. Seine gesamte Autorität basierte ja auf der kontinuierlichen Vergütung eines großen Nachlasses. Er konnte seine Vorteile nicht mehr an andere weitergeben, wenn er den IWF autorisiert. Doch er hatte keine andere Wahl. Es war notwendig, dem IWF Lippenbekenntnisse zu geben, damit er in Zukunft ungestört die Staatskasse weiter plündern konnte. Mobutu, der immer für die wirtschaftliche Unabhängigkeit seines Landes gekämpft hatte, musste nun erkennen, dass der IWF, der Pariser Club und später auch die Weltbank einen erheblichen Einfluss auf die Innenpolitik seines Landes hatten. 1976 präsentierte der IWF den ersten Stabilitätsplan für Zaire. Für eine erste Summe von 74 Millionen Dollar musste Mobutu die Staatsausgaben senken, die Steuereinnahmen erhöhen, die Währung abwerten, die Produktion und die Infrastruktur fördern und das Finanzmanagement verbessern. Es sollten weitere Finanzierungshilfen und Überbrückungskredite gewährt werden, aber Mobutu verschlang allein zwischen 1977 und 1979 mehr als 200 Millionen Dollar für sich und seine Familie. Zaires Schulden waren im Jahr 1981 bereits bei 5 Milliarden Dollar und 1990 auf mehr als 10 Milliarden Dollar angewachsen. Mobutu hat das Land komplett heruntergewirtschaftet. Dennoch war er für die Franzosen ein so wichtiger Partner auf ökonomischer und kultureller Ebene, dass man ihm nicht allzu streng entgegentreten wollte. Und für die Amerikaner war er als Verbündeter in einem Afrika, das sich zunehmend auf sozialistische und kommunistische Experimente einließ, ebenfalls wichtig. Ein CIA-Agent sagte: Mobutu ist ein Bastard, aber wenigstens ist er unser Bastard. Aber auch der IWF ist für den Zerfall von Zaire schuldig. Diese Institution wurde historisch nicht gegründet, um armen Ländern zu helfen, sondern um weltweite Finanzkrisen zu verhindern. Die Banker des IWF wussten, dass es für die Wirtschaft eines Landes schädlich ist, wenn viel mehr Geld im Umlauf ist, also in Form von Münzen und Banknoten, als auf Bankkonten. Geld, das auf der Bank liegt, dient dazu, neue Kredite zu gewähren, während Geld, das unterm Kopfkissen liegt, der Wirtschaft keinen Zentimeter helfen wird. Um diesem Problem entgegenzuwirken, nutzen sie die Methode der Geldentwertung. Wer am 25. Dezember 1979 mit seinen Geldscheinen zur Bank ging, erhielt für die Hälfte des Betrags neue Banknoten ausgehändigt. Er musste die andere Hälfte auf einem Konto gutschreiben lassen. Eine raffinierte Strategie, um beträchtliche Geldmengen zu revitalisieren und gleichzeitig gegen die Inflation vorzugehen. Doch es gab einen Fehler. Die Aktion wurde absichtlich sehr spät angekündigt und es wurde nur ein einziger Tag dafür angesetzt, damit kein Bürger seine Rücklagen ins Ausland schaffte. Die Grenzen und sogar der Luftraum wurde geschlossen. Das Land ist jedoch zu groß für eine solche Blitzaktion. Das Geld wurde von einer Minderheit in Säcke gebracht. Millionen von Zairois hatten ihr Geld noch nicht umgetauscht, als die Sonne unterging. Die gesamten Banknoten, Geldscheine und Münzen, die sie über Jahre gespart hatten, wurden wertlos. Viele Einwohner von Zaire, die zu weit entfernt von einer Bank lebten oder die Aktion nicht mal verstanden hatten, verloren ihre Ersparnisse, obwohl die Kreise um Mobutu bereits vor einiger Zeit informiert worden waren und ihre Schäfchen bereits in Sicherheit gebracht hatten. Ein Desaster.
Denn das war der ökonomische Untergang von Zaire. Die Menschen hatten weniger zu essen und hatten eine hohe Kindersterblichkeit. Die Anzahl der Angestellten wurde von 444.000 auf 289.000 reduziert, während die Anzahl der Lehrer von 285.000 auf 126.000 reduziert wurde. So konnte die Inflation zwar kontrolliert werden, aber tausende Familien hatten kein Einkommen mehr. Die letzten großen Arbeitgeber des Landes waren die Bürokratien und der Bildungssektor. Die Einschränkung der staatlichen Unterstützung im Bildungs- und Gesundheitswesen führte dazu, dass Menschen mit geringem Einkommen nun selbst für die Ausbildung ihrer Kinder und Arztbesuche aufkommen mussten. Obwohl dies nicht aus den Tabellen hervorging, bezahlten die Allerärmsten den höchsten Preis für das gut gemeinte Vorgehen des IWF, während Mobutu aufgrund dieser Unterstützung im Amt bleiben konnte. Der IWF versuchte den Staat zu reparieren, demontierte ihn jedoch. Im Dezember 1980 entschied eine Gruppe von 13 Parlamentariern, einen offenen Brief an den Präsidenten zu verfassen. Der Brief, der 25 Seiten lang war, enthielt die Forderung nach politischen Änderungen. Etienne Tshisekedi war der Sprecher der Gruppe, ein ehemaliger Mobutus-Mitarbeiter, der an Lumumbas Verhaftung beteiligt war, die Hinrichtungen aus den 60er Jahren juristisch verteidigte und der bereits an der Verfassung von 1967 beteiligt war und mehrmals Minister und Botschafter unter Mobutu gewesen ist. Er war ein Muluba aus Kasai wie jeder, dessen Name mit Chi beginnt. Die 13 Personen wurden festgenommen und ins Innere des Landes verbannt, aber einige ihrer Mitglieder gründeten 1982 die UDPS, Union pour la Démocratie et le Progrès Social, eine illegale Oppositionspartei, die den Einparteienstaat des MPR herausfordern wollte. In den 80er Jahren wurde Mobutu ein müder, trübsinniger Mann, der offenbar wenig Freude an seiner Aufgabe fand. Nach dem Tod seiner Mutter und seiner ersten Frau gab es in seinem unmittelbaren Umfeld niemanden, der ihn noch bremsen konnte. Seine neue Frau Bobila Dawa und deren Zwillingsschwester, die auch Mobutus Geliebte war, hatten nie so viel Einfluss wie Mama Yemo und Mama Präsident Marie Antoinette, seine erste Ehefrau. Er verfiel von Tag zu Tag in größere Melancholie und wurde ein einsamer Mann. Die Korruption des Mobutus war so schrecklich, dass ein vergessenes Wort Kleptokratie plötzlich geläufig wurde. Mobutu war vieldeutig, ungreifbar und undurchsichtig. Er war launig, er änderte sich jeden Tag. Er wollte vor allem zeigen, dass mit seiner Macht nicht zu spaßen war. Er hat mit den Frauen seiner Minister geschlafen, um ihnen Geheimnisse zu entlocken und sie zu demütigen. Minister nahmen nie ihre Ehefrauen mit, sondern eher ihre Nichten. Das fanden sie eben nicht so schlimm. Politische und sexuelle Intrigen waren nur die Spitze des Eisbergs. Der berühmte Vereiniger des Landes war so neurotisch geworden, dass er nun doch die Männer seines Stammes als seine Leibgarde bevorzugte. Junge Menschen, die den Mobutismus ablehnen, entwickelten eine besondere Art der Kritik an der Situation. Nicht mit Worten oder Bildern, sondern mit ihrer Kleidung muckten sie auf. Es war nicht erlaubt, den Evolué-Anzug zu tragen, da ihnen der obligatorische Abakost zu altmodisch war. Sie trugen neue, äußerst auffällige Kleidungsstücke an. Sie behaupteten, sie hätten ihr Geld gespart und teure Markenkleidung aus den Geschäften der Avenue Louise in Brüssel und der Place Vendôme in Paris importiert. Sie bezeichneten ihre Bewegung als La SAP, Société des Ambianceurs et Personnes d'Elegance, was etwa bedeutet Vereinigung der Stimmungsmacher und Eleganten. Ihr Papst, Le Pape de la SAP, war der Musiker Papa Wemba, der aus einfachen Verhältnissen kam und es zum Weltstar gebracht hatte. Eines der bekanntesten Symptome von Armut ist Materialismus. Eine ganze Generation wurde in einer Welt voller Elend und Armut aufgezogen. Musik bot einen Ausweg. Aber für andere war ein Studium in Europa sehr gefragt. Das Bildungsniveau war mangelhaft und auf allen Ebenen herrschte Korruption. Für viele schlecht bezahlte Professoren war alles Verhandlungssache. Eine große Zahl von Studentinnen erkaufte sich gute Noten mit sexuellen Dienstleistungen. Kaseloko nini sei illegal, natangu mboka yangomoko sei kriminell. Zaire wurde gefressen. Keiner hatte mehr Angst vor dem Staat. Es gab weniger als einen Telefonanschluss pro 1000 Einwohner, die Post funktionierte nicht mehr und Wasser und Elektrizität wurden knapp.
Frühling 1990. Mit dem Beginn des neuen Jahrzehnts schien ein völlig neues Klima zu beginnen. Nelson Mandela wurde im Februar freigelassen, was den gesamten Kontinent mit Hoffnung erfüllte. In der Küste von Côte d'Ivoire, Benin, Gabun und Tansania hat sich der Wunsch nach einem System mit mehreren Parteien erhöht. Die Militärdiktatur geriet in Kongo-Brazzaville und Mali ins Wanken. Zaire wurde ebenfalls von der Freiheit überschwemmt. Mobutu wurde sich bewusst, dass er sein Volk nicht mehr missachten konnte. Es schüttete Beschwerden. Mobutu fand sich in einem tropischen Unwetter der Unzufriedenheit wieder. Am 24. April 1990 hatte er seine Entscheidung getroffen. Im Konferenzort Celle, der seit 25 Jahren der Vatikan des MPR ist, rief er Generäle, hohe Beamte, Provinzgouverneure, Parlamentarier und ausländische Journalisten zusammen. Er hat die Meinung des Volkes gehört und beschlossen, dass Zaire demokratisch wird. Er verkündete das Ende des Einparteienstaates, was alle Anwesenden erstaunte. In Zukunft sollten es drei Parteien geben, eine freie Presse, freie Gewerkschaften und freie Wahlen innerhalb eines Jahres geben. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre, mieux l'ultime repas. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Shulale duniani maneno tota mami la pashulale tota mama usiku inakuya muzika weyo usiku inafika la la we tota mami la pashulale tota mama we duniani maneno tota mami la pashulale.